Und damit willkommen zurück zu Factorio Hyskyria in der 16. Folge zusammen mit Illyria. Hallo und herzlich willkommen zurück. In dieser Folge haben wir einiges geplant, und zwar hier die ganze Anlagerie wird abgezupft, genauso wie das hier wird abgezupft. Wir brauchen auch keine Kohlefließbänder mehr. Das hier wird wieder versetzt und wird abgezupft. Es wird eigentlich letzten Endes alles entfernt. Einmal abreißen zum Innen, bitte. Hiski, du darfst die gefüllten Fließbänder abzupfen. Du darfst dir den ganzen Müll in die Tasche schieben. Ich pack mir einfach alles in die Taschen, was hier ist. Ja, bitteschön. Aber die Maschinen, die nehme ich. Außerdem, hallo, wir haben die Stack-Mod. Vergiss das nicht. Wir haben jetzt mehr Platz drin als vorher. Ja, aber was, will ich den Müll nicht haben? Ich will den nicht haben, den Müll. Ja, dann musst du leider vom Server runtergehen. Was? Wieso? Wenn du den Müll nicht haben willst, dann musst du auch selber begehen. Ich will nur den Erzmüll nicht haben. Das ist alles. Ja, würde ich jetzt auch behaupten. Am liebsten würde ich eine Timelapse reinbauen. Ja, das geht aber nicht. Also doch, ich könnte schon. Ich könnte unsere Sprecher einfach rausschneiden und dann, ne, du hast eine lange Folge, ich habe eine kurze Folge. Haha, das wäre aber auch kacke. Wieso? Ja, dann machst du eine Timelapse draus, also mich stört's nicht. Vielleicht haben wir noch irgendein Thema oder sowas, ich, ne? Eben. Könnte ja auch sein. Genau, es könnte. Haben wir irgendein Thema? Aber nein, das kriegt der genackte Zuschauer nicht mit, weil eine KI sich dachte, hey, rausschneiden. Ne, nicht rausschneiden, Timelapse. Das ist rausschneiden. Nein, das ist Timelapse. Für mich ist es rausschneiden. Ich könnte die Gespräche auch so zusammenschneiden, dass dazwischen keine Lücke entsteht und dementsprechend die Videolänge so anpassen, dass es perfekt zum Gesprochenen passt. Das ist Stuss. Ich hab das schon öfters gemacht, das ist kein Problem. Du kannst deine Folge zerschnibbeln, wie du Lust und Laune hast. Ich mach das nicht. Seht ihr Lyria? Jetzt hab ich eine Zuschauer schon Lyria genannt. Oh, wir sind alle nur Illyria, wa? Nein, ja. Ich bin der einzig Wahre, ich bin der Echte. Alles andere ist gefaked. Illyria 2.0 joint the chat. What? Laber kein. So, Kupfer ist soweit ab. Okay, noch nicht ganz. Kann man die hier das... die Kohle... Das puffere ich mal um. Ist in Ordnung. Dass wir auch die Kohle mal kurz abreißen, dass der Strom noch nicht verloren geht. Für die andere Fabrikation, die wir haben. Ja. Dass wir hier mal die gesamten Maschinen ein bisschen ordnen können. Dass sie nicht so kreuzend querbeet sind und so. Richtig. So, ihr kriegt schon mit. Jetzt mache ich alles voll mit Förderern. Weil wird dann rechtzeitig das Erz ein bisschen gepuffert. Und? Nix und. Achso, ich dachte, das wäre so ein Satz, wo der doppelt wäre. Wird das Erz ein bisschen gepuffert und bla 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 bla. So, ne? Nö. Ich weiß nicht, ob ich genug Platz für das... Ich habe nicht genug Platz für das Kupfer dort, aber ist in Ordnung. Yep. Nein. Oh, es ist... Früher war das nicht so, dass man, wenn man Fließband abgebaut hat, also restliche gedrückt gehalten hat auf dem Fließband und dann weitergelaufen ist, dass man immer nur die Fließbänder gebaut hat, aber jetzt... Okay, jetzt... Hä? Okay, irgendwie seltsam. Dass man dann nicht das Erz darunter abbaut. Aber jetzt hat es wieder funktioniert, dass es nicht ja. Das Erz abgebaut habe. Manchmal funktioniert es manchmal nicht. Ja, das ist echt seltsam. Ja, so Spielmechaniken können sich auch mal seltsam verhalten. Jetzt die Frage, wie machen wir das mit den Erzförderern? Machen wir die in 1er Abstand oder im 2er Abstand? Dass wir maximal Effizienz oder einfach nur... Oder in der Mitte? Ich nehme die goldene Mitte immer. Okay. Okay. Das kann ich auch alles mal dann weg. Blub, 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 blub.
Wie gesagt, nur um die Kupferkiste müsstest du dich kümmern, weil ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Dann schmeiß das Zeug in die Kiste. In welche Kiste denn? In die Kiste. Ja, in welcher? Bauen in die Kiste. Geht nicht, weil ich gerade andere Sachen crafte, die wichtiger sind. Warte, achso, du brauchst hier schon. Hier unten müsstest du aber auch dann. Hier, guck mal, da steht eine Kiste. Dankeschön. Bitteschön. Ich könnte auch meine ganze Zellulosefaser mal wegpacken. Ja, auch mal eine schlaue Idee. Huch, andersherum. Inventar ist voll. Ja, weg mit der Kiste. Das hat geklappt. 14.000, fast 15.000 Kupfer habe ich jetzt. Das ist auch schon mal was. Dann packe ich die Kiste mal hier oben hin. Die Kupferkabel nicht aufhören zu produzieren. Und die kriegen dann ihren Strom wieder. Oh, ich liebe diese Musik gerade. Ich finde Factorio-Musik sowieso sehr entspannt. Ja, die Musik, die ich gerade habe, die erinnert mich an ein Spiel, was ich was diese Musik leider nicht mehr beinhält. Eine Map hatte das. So, also als ich die Maps erstmal gespielt habe und so, oh Gott, nee, die Map an sich war grauenhaft, weil es ein reines Jump'n'Run war, von der sehr, sehr schwer. Also im Nachhinein die Nostalgie bei der, von der Musik, die ich jetzt im Kopf habe, mit der Musik, die ich gerade höre, das ist. Ah, das ist genial. Ich weiß, dass Factorio damals so eine ziemlich spezielle Musik. Ich habe keinen Kupfer mehr. Okay. Damals ganz andere Musik hatte. Ich finde es relativ schade, dass die Musik hier nicht drin ist, weil irgendwie hatte die auch was. Okay. Ich finde die alte Musik damals von Factorio, die hatte was. Du hast Kupfer abgerissen. Okay, gut. Wo komme ich an Kupfer dran? Kupferplatten? Oh, Kupferplatten. Kupferplatten. Ja, geh mal hoch zu einem Kupfer. Kabel. Schon gesagt. So hast du mir zu. Schon wieder. Ich war beschäftigt. Ja? Rat mal, wofür ich Platz brauchte. Wie gesagt, ich war beschäftigt. Ja? Wenn ich beschäftigt bin, kann es mir durchaus vorkommen, dass ich nicht zuhöre. Nee, ich sag doch, rate mal, wofür. Hä? Illyria? Was? Darf ich das hier mal hinterfragen jetzt gerade? Was hinterfragen? Das hier. Wieso? Was ist damit? Hä? Warum hast du die Maschine? War das eine einfache, einsame Maschine oder war es gerade Wumpe? Das Fließband links kam danach. Das war jetzt der Zufall. Okay. Ach, schön. Das war Zufall. Na schön. Ja, Gott, nichts abbauen. Das wäre schlecht. Nicht, dass er so ein roter Willi rauskommt. Ja, ich hab einen Willi genannt. So. Stein müsste jetzt auch mal umgelegt werden, weil das ist echt ungünstig, wenn es da lang läuft. Läuft das hier hoch einfach. Da rein und dann. So. Ja, passt das schon. Jetzt arbeiten alle Förderer und das kann ich jetzt schön brav aufteilen auf mehrere Brecher. Ja, ich habe die vorhin als Brecher mal zerlegt. Die ich im Metallheizer dadurch hatte, weil ich hier alles abgebaut habe. Das ist eine Frage. Okay, die erschöpfte Kohle erkennt man echt schlecht teilweise, heilige Scheiße. Ja. So, machen wir das mal. So wird gleichzeitig ein bisschen Saphirit-Erz gepuffert. Sehr schön. Das möglichst. Jetzt überlegen. Was kann ich eigentlich hier schon aufsplitten? Nehmen wir mal hier. Komm,
Rein und hier auch rein. Hey, die Stahlverarbeitung ist fast fertig. Und dann noch kommt die. Ah, so. Obwohl, ich guck mal kurz in meine Blaupausenbibliothek nach. Nein, meine Blaupausen sind nicht hier. Ja, meine auch nicht da. Du warum brauchst, nicht? Wir brauchen, ich frag mich nicht, weil ich weiß es nicht. Aber wir brauchen hier theoretisch auch keine Balancer und theoretisch könnte man einfach eine neue Bibliothek davon herunterladen. Jetzt am Anfang. Ne? Ja, man merkt. Du könntest doch einfach die Loader nehmen, einfach mehrere. Und die hauen auch automatisch immer raus. Ja, aber das ist dann ungleichmäßig aufgeteilt. Es ging mir ja um die Balance. Wenn eine Maschine vollläuft, nimmt sie irgendwann nicht mehr auf. Das heißt, eine andere Maschine kriegt dann automatisch mehr. Die balancen sich mit der Zeit automatisch so oder so. Dann machen wir das mal so. Von daher. Weißt du was? Ich mache das jetzt ganz einfach. 1, 2, 3, 4. Ja. So wird es mit der Zeit auch so oder so dann. Von daher. So, der kann weg. Jetzt kann ich die jetzt nicht endlich hin platzieren. Ne, bitte eins weiter runter. Dankeschön. Gut, jetzt brauche ich noch was frische Fliesendinger hier. Okay, der macht nur eins. Das ist schwachsinnig. Ja, oh Gott. Erstmal voll erschreckt, weil es dunkel wurde. Ja, es wurde nur dunkel, weil es hell wurde. Ne, unbestechliche Logik. Ne, es wird, ne, das ist ja das Problem, wenn's dunkel ist draußen, ne, nachts. Und es ist der Übergang zum Tag. Es wird erstmal noch dunkler, bevor es dann heller wird, weil die Dämmerung die dunkelste Zeit ist. Ja, das stimmt. Deswegen. Gut, da kommt alles nur Kohle raus, sehr schön. Anders. Ich habe ein paar Erz vor, von daher, ich kümmere mich kurz um die Kohle. Und du machst ja dann Kupfer. Ja, ich baue das gleich auf. Kann ich ab... Ach, stimmt. Ah, war das hier... Schon... Die Kohle ist, die man nämlich abbauen kann, derzeit. Ich mache die Blaupausen schon mal hin, das ist in Ordnung. Ich hasse meine D-Taste immer noch, die ist immer so laut. Ich Angel Add-on Storage Options. Ja, schön, danke schön. Und wir kommen jetzt zur Mythologie. Ja. Wieso habe ich keine Materialien? Was brauche ich denn dafür? Warte mal. Holz! What the heck? Ich brauche Holz! Wir haben kein Holz! Wir haben... knapp 400. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen 128. 128 mal 3. Was ist 128 mal 3? Rechne aus, du bist der KI. 128 mal 3. Oh. Jetzt habe ich 128 mal 128 gerechnet. Noch nicht 384. Holz, das gibt's ja auch nicht. Okay, das heißt Holz hacken. Ach so. Ich habe keine Möglichkeiten. Ja, Holz das geht nichts. Ja. Die Forschung sollte das, was wir haben an den Daten, Produktionsdatenspeicher, Kern und so alles, sollte perfekt reichen, damit wir die Metallurgie komplett haben, also für Eisen und Kupfer. Das heißt, erstmal, die Erzbrecher sind vollkommen in Ordnung, aber danach bitte keine Schmelzen bauen und so. Also keine weitere Eisenverarbeitung. Also das also nicht zu Eisenplatten verarbeiten sofort. Weil wir dann zu den großen Maschinen kommen. Ich lasse da Platz zwischen. Wie gesagt, einfach jetzt keine Eisenplatten herstellen. Ich gehe mir davon aus, dass das Brechen ist der erste Schritt. Der kann so bleiben, wie es bis jetzt ja, ist. Ja, das kann so bleiben. Das ist in Ordnung. Aber danach brauchen wir die zerkleinern, also die Sortierung, ne? Die Maschine, die du in der letzten Folge als sinnlos bezeichnet hast, die brauchen wir jetzt.
Kannst du deine Folge also nennen? Doch nicht sinnlos. Ha, ha, ha. Was denn? Ist doch wahr. Gott, so viele Kohlebänder hier. Na, brauchen wir. Ist in Ordnung. Wenigstens brauchen wir die nicht mehr für die Erzbrecher. Oh, das ist so dieses schön. Dieses Back to the Basics geht mir so ein bisschen auf den Zwirn, weil ich jetzt wieder Holz hacken darf. Ja, müsste ich den jetzt auch noch mal wieder kurz. So. Dann bitte darauf, bitte darauf. Bitte da rein. So, weil ich es gemeinte, das Ding macht jetzt Sinn. Deswegen stelle ich auch weitere davon her. Und wir brauchen nicht gerade wenige von denen. Und das brennt. Noch Strom hier überall hin. Eisenkiesel lässt sich auch aktuell. Tio, doch, müsste sich herstellen lassen. Das ist doch immer. Keine Ahnung, was Eisenkiesel überhaupt sind, ne? Nutzinfo. 4 Eisenkiesel kriegst du 2 Eisenplatten raus. Ja, und wie kriegt man Eisenkiesel her? Auch mit dem Erzbrecher. Okay. Einfach ignorieren. Ja, weil auch nicht funktioniert. Weil wir es nicht brauchen. Weißt du, wie gesagt, ich habe davon noch nie was gehört von Eisenkiesel, deswegen. Also für mich bleibt die Maschine useless. Ja, ich werde erstmal auf deinen Probeaufbau warten. Weil für mich wird die Maschine aktuell die absolut useless. Well, wie schnell stellen die her? Die stellen 1 her pro, ne? Wir bräuchten auch doch schon. Achso, und das hier ist dann für die Sortierung, ne? Für die, für den zerkleinerten Stein und für nicht zerkleinerten Stein, weil das muss ja erstmal weg. Oder wir machen. Sagen gleich hier, das kommt sofort mit rausgefiltert. Zerkleinerter Stein. Zack. Hallo? Okay. Die Maschine ist genauso nutzlos. Saphiri, zerkleiner da. Genau. Zack. Dann. Genau. Auch ausgegraut, wahrscheinlich weil es schon längst drin ist. Was ist? Bis jetzt, also ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt finde ich die Mods Angels und Bobs meh. Warte ab, das wird noch. Okay. Das ist zwar absolut nicht das, was ich vorgesehen hatte, aber. Ja, rechts geht als zerkleinerter Stein hinten raus, deswegen. Ich hatte das vorgehabt, so zu bauen. So, so und dann so. Weil so hast du es absolut 1:1. Dann kommt hier die erste Maschine, die zweite Maschine, die dritte Maschine, die vierte Maschine rein. Das wird dann hier aufgeteilt zu dem Splitter und daher zu einem abfüllen können und in alle 4 Maschinen gleichzeitig in einen reingekommen. Weil so hast du jetzt zwar auch 3 Splitter stehen, das ist richtig. Aber. Ja. Naja, gut. Warte mal, hier könntest du ein Problem kriegen. Nee. Weil, soweit ich weiß, kannst du auch eine Seite eines unterirdischen Fließbandes eingeben. Stimmt, gut. Ja, das reicht natürlich. Dann würde ich sagen, nutzen wir doch meine Technik. Vorhin hast du hier reingegriffen, dass ich jetzt gucken muss, was ist jetzt eigentlich das Richtige. Links hast du die zerkleinerten gehabt. Ich weiß nicht, warum du nur das Zerkleinerte raussortiert hast und das andere nicht. Das geht nicht, weil hier hast du schon den hier. Na, ich kann wieder Ursprungszustand herstellen. Ja, ich war ja noch nicht hier fertig mit allem. Das ist der. Moment. Deswegen. Okay, mach du erstmal.
Ja, okay. Das ist jetzt für den zerkleinerten Stein. Genau. Ja. Wie gesagt, ich muss erst mal gucken hier. So, das darf hier raus. Das darf da raus. Ja, gut. Ja, das ist okay. Das ist okay. Diese Art von Variationen ist in Ordnung. So. Weil das war jetzt erstmal, das war jetzt erstmal experimentell Aufbau. Das hätte ich selber auch so gemacht jetzt. Ja, gut. So, wo sind meine Big Boys? Da. So, filtern. Weil da kommt eben. Jetzt doch nicht, aber es ist in Ordnung. So, das Problem ist, diese Maschinen sind jetzt Herstellungstempo 0,75. Ach, die sind 1,5, ne? Ah, deswegen. Oh, die sind dreifach. Okay, das ist. Ne, ich brauche dann die Doppel. Oder? Wie viel stellen die jetzt her? Die stellen 2 pro Sekunde her und du brauchst theoretisch 4 pro Sekunde. So, also, jetzt nicht wunderbar, was ich hier als Filter, ist nicht wunderbar, was ich als Filter eingestellt 16. habe. Okay, ja. Das ist quasi ein, das ist eine Art Tilger. Ja, ja, ich weiß, dass das auf der Seite absolut nicht rauskommt. Genau. So, oh. jetzt kann jeder Erzbrecher entsprechende an. Okay, du brauchst jetzt schon diese useless Dinger. Nein. Weil die Metallurgie dann kommt. Ich brauche 8 von denen, ne? 8. Okay, 1, aber 2, 3, Hiski, 4. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Schon? Wir müssen aufhören. Ja, ja. Schon. 1, 2, oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann auf der gleichen Seite nochmal. Gut, na was ist mit der Folge? Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Schaut auch unbedingt bei dem Ulyra vorbei oder bei mir. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Cheerio. Auch ich verabschiede mich in dieser Folge, Zuschauer. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß genauso wie wir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.